Für uns als internationales Studentenkomitee bedeutet die Zusammenarbeit mit der IHK, dass wir das Wissen, das während dem St. Gallen Symposium gesammelt werden konnte, auf die Region und vor allem auf die Ostschweiz transformieren. Meine Hauptaussage ist eigentlich, dass es immer wichtiger wird, der jungen Generation auch einen Arbeitsplatz zu bieten, der auch einen Sinn ergibt. Also, dass Leute sich verwirklichen können, dass Leute Herausforderungen haben, dass Leute aber auch genug Zeit haben für sich selber, um sich eben auch Gedanken zu machen, wie sie einen Impact haben können, privat oder auch im Arbeitsumfeld. Durch das, dass IHK St. Gallen, Appenzell und auch IHK Thurgau die Sichtweise der Ostschweizer Wirtschaft mitbringen, wir auf der anderen Seite eher die jüngere studentische Sicht und auch die Erkenntnis vom St. Gallen Symposium einbringen können, können so durch Zusammenarbeit und auch durch Aufeinandertreffen von diesen zwei Welten oder auch zwei verschiedenen Sichtweisen innovative Lösungen für die Region Ostschweiz gefunden werden. Wir brauchen eine Marktwirtschaft, die noch sozialer und noch ökologischer ist. Das bedeutet beispielsweise, dass Unternehmen Verantwortung übernehmen für ihre kompletten Wertschöpfungsketten. Das bedeutet, dass Mitarbeitende einen Sinn brauchen. Sinnhaftigkeit in der Wirtschaft wird wieder wichtiger. Und wir müssen das alles schaffen, ohne gleichzeitig das Gute des Kapitalismus zu verlieren. Also wir brauchen unternehmerische Freiheit, Eigeninitiative. Das müssen wir uns alles bewahren. Das ist meine Hauptaussage. Heute muss man den Jungen schon etwas mehr bieten im Geschäft, einen Sinn geben, Sinn stiftend. Auf der anderen Seite muss man doch seine Produkte verkaufen können. Das heisst, ich muss den Preis eben adäquat sein im Vergleich zu den Mitbewerbern. Und das schränkt natürlich die ganzen philosophischen Probleme ein bisschen ein. Ja, ich fand es sehr gut, vor allem bei den Fragen hat man einen Generationendialog gespürt. Aber auch auf dem Panel, ich sag mal, man sieht doch etwas jüngere Startupler, etwas ältere. Aber vor allem durch die Fragen, glaube ich, kam ein guter Generationendialog zustande. Ich habe es heute Abend sehr angenehm empfunden, dass Vertreter von der Wirtschaft da sind, akademische Vertreter, aber auch sehr viele Vertreter von der Studentenschaft, wo ich selber auch angehöre. Und denke, darum war es auch sehr gelungen Anlass. Die Hauptaussage des Podiums ist für mich, dass das Geschäftsmodell das größte ökonomische Potenzial hat, das auch ein großes soziales und ökologisches Potenzial hat.